Das Frühlingsturnier des OSC Berlin geht in die 26. Runde und hat auch dieses Jahr wieder einiges zu bieten. Turniersieg nach 4 Jahren, ein internationales Finale und ganz viele spannende Gefechte. Erstmals gibt es auch eine Damenkonkurrenz und neben zahlreichen Berliner Fechtern sind auch einige internationale Teilnehmer am Start. Auch viele neue Leute kennengelernt und konnte gegen viele neue Leute fechten. Und dadurch habe ich dann auch viele neue Erfahrungen gesammelt und das war eine gute Übung. Aber erstmal der Reihe nach. Das Finale im Florett der Herren könnte spannender nicht sein. Die letzten 4 eigentlich in den festen Händen des SC Berlin, doch einer kann sich durchsetzen. Leo Pichler vom OSC Potsdam. Im Finalgefecht besiegt er Schäger Seines mit 14:12, nachdem er sich bereits in den Vorrundenkämpfen kaum Fehler erlaubt hat. Das Besondere? Für Pichler ist es das erste Turnier nach über 4 Jahren. Ich freue mich mega, war anstrengender als ich dachte. Aber ich bin schon mit dem Ziel hergekommen zu gewinnen. Und ja, war wesentlich härter, als ich ursprünglich dachte. Und habe auch echt gemerkt, dass ich lange nicht mehr was gemacht habe. Aber ich habe mich sehr gefreut. Beste Fechter vom OSC Berlin sind Marcel Gmerik und Luca Valeriani, die es bis unter die letzten 16 schaffen. Valeriani scheitert dabei nur ganz knapp an Leonard Semper vom SC Berlin. Heute war ich sehr müde, aber ich habe mich gut zurückgekämpft. Im 16er verloren, ist leider schade, aber gut passiert. 15-14 verlieren ist jetzt nicht so schlimm. Erstmals beim Frühlingsturnier dürfen auch die Damen ran. Mit dabei sogar Teilnehmerinnen aus der Ukraine, Polen und sogar Neuseeland. Mit insgesamt 7 Degenfechterinnen am stärksten vertreten, der OSC Berlin. Starker Auftritt beim Debüt für Emilia Helmrath, Christina Martinenko und Hanna Klötzer, die es alle bis unter die besten 8 schaffen. Also ich bin sehr zufrieden, weil ich jetzt sonst noch nicht immer so weit gekommen bin. Und deswegen war ich auch ein bisschen überrascht, aber auch bin ich sehr glücklich damit. Über allen steht aber Jewgenia Mentschanova vom Fechtzentrum Berlin. Die junge Ukrainerin stellt schon in der Vorrunde ihr Können unter Beweis, entscheidet jedes Gefecht für sich und auch das Finale gegen Viktoria Krakowska aus Polen ist eine klare Angelegenheit. Mentschanova siegt mit 15:6 und ist davon selbst ganz überrascht. Es ist ein ganz, ganz toller Tag. Ich hatte ehrlich gesagt wirklich nicht damit gerechnet. Ich bin ein bisschen schockiert. Ich dachte, okay, vielleicht wird es 3. oder 2. oder sogar 8. Platz. Aber dass jetzt der 1. geworden ist, ist unglaublich. Auch wenn es für den OSC an diesem Wochenende nicht immer für Platz 1 auf dem Treppchen gereicht hat, ist das Frühlingsturnier ein voller Erfolg. Internationales Teilnehmerfeld, Comeback-Turniersieg und viele spannende Gefechte. Das Ganze zum 26. und hoffentlich nicht zum letzten Mal beim Frühlingsturnier des OSC.